Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Neurodermitis und andere Ekzeme. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Ich bin angekommen in alphabetischer Reihenfolge bei einer Wirkstoffgruppe, Glucocorticoid und Salicylsäure. Und die dort aufgeführten Medikamente sind alle grün geeignet bei Ekzemen. Ich lese vor. Glucocorticoid und Salicylsäure, in Klammern äußerlich. Glucocorticoide dämpfen die Entzündung und lindern den Juckreiz. Salicylsäure weicht die Haut etwas auf. Betamethason und Salicylsäure, geeignet bei Ekzemen. Stark wirkendes Glucocorticoid zur kurzzeitigen Anwendung. Der Zusatz von Salicylsäure erleichtert das Eindringen des Wirkstoffs in die Haut. Prednisolon und Salicylsäure, geeignet bei Ekzemen der Kopfhaut. Schwach wirkendes Glucocorticoid zur kurzzeitigen Anwendung. Der Zusatz von Salicylsäure erleichtert das Eindringen des Wirkstoffs in die Haut. Grün. Triamcinolon und Salicylsäure. Grün. Geeignet bei Ekzemen und Neurodermitis. Mittelstark wirkendes Glucocorticoid zur kurzzeitigen Anwendung. Der Zusatz von Salicylsäure erleichtert das Eindringen des Wirkstoffes in die Haut. Jetzt der erläuternde Text. Die gemeinsame Anwendung von Glucocorticoiden und Salicylsäure bei Ekzemen und Neurodermitis ist sinnvoll. Wichtig zu wissen. Sie sollten keine anderen Arzneimittel auf die behandelte Hautstelle auftragen, weil Salicylsäure die Aufnahme dieses Wirkstoffes oder dieser Wirkstoffe in die Haut erhöht. Sie sollten keine anderen Arzneimittel auf die behandelte Hautstelle auftragen, weil Salicylsäure die Aufnahme dieser Wirkstoffe in die Haut erhöht. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Alpicort kann an Kinder über 2 Jahren verabreicht werden. Volon-A-Tinktur an Kinder über 6 Jahre. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Diese Medikamente sollten während der Schwangerschaft möglichst nicht oder allenfalls auf kleinen Flächen, in Klammern nicht größer als ein Teebeutel, Klammer zu, angewendet werden. Weitere wichtige Angaben zu Anwendungshinweisen, unerwünschten Wirkungen sowie weitere Hinweise für Kinder und Jugendliche, Schwangerschaft und Stillzeit finden Sie unter Glucocorticoide, in Klammern äußerlich, siehe Seite 68. Es geht weiter mit Immunsuppressiva äußerlich angewendet und die sind gelb mit Einschränkung geeignet.